Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, Terrakium ist in Pokémon Go aufgetaucht, heute erschienen, beziehungsweise seit gestern Abend 22 Uhr gibt es das ja. Wir können das ab heute raiden, bei uns gehen ja nach 22 Uhr keine Raids mehr auf und wir haben da auch schon eins gesichtet am Löwen. Ihr seht in der Nearby-Liste 5 Raids, eins geht noch am Busbahnhof auf. Wir wollen aber jetzt zu dem, was schon offen ist, an den Löwen, das geht noch 23 Minuten, ist hier als Schatten angezeigt. Und ich habe mich jetzt kurz hier untergestellt, weil es immer zwischendurch ein bisschen regnet. Heute wieder richtiges Sauwetter, aber kurze Hose am Start, wie immer, ihr wisst Bescheid, und Crocs. Wir laufen jetzt mal dahin, wir werden den Fahrstuhl nutzen, glaube ich. Wir gucken dann auch gleich nochmal in die Go-To-Lab, wie viel das 100er haben muss, was die besten Konter sind, aber man soll das ja angeblich mit 3 Accounts auch gut so schaffen. Also werde ich gar keine Pokémon auswählen und einfach mit dem kämpfen, was es mir vorgibt. Wir sehen uns gleich beim Raid. So, wir sind angekommen hier am Löwen, an den tanzenden Löwen, wie man sieht. Wir drehen mal kurz die Arena. Und dann wollen wir noch was ganz Krasses machen. Ich habe nämlich gestern das Video gemacht über meine Lieblings-YouTuber. Und da habe ich auch die Sabrina Spielt erwähnt. Habe gute Worte an sie gerichtet. Natürlich bei anderen jetzt nicht so. Mit dem BisaFanTV bin ich nämlich schon lange befreundet. Schon lange auch beste Freunde. Sabrina Spielt, wie gesagt, habe ich bis jetzt noch nicht so großartig verfolgt. Hat jetzt ein Video von mir gesehen, habe ich ihr auch extra geschickt und unter die Nase gerieben. Und jetzt hat sie mich geaddet, hat mir ihren 200. Platz in der Freundschaftsliste vermacht. Das ist sehr ehrenvoll, richtig genial. Deswegen möchte ich jetzt mal reingehen, möchte ihre Freundschaftsanfrage annehmen. Ich habe vorhin extra einen raussortiert, der seit 2 Tagen wieder nicht online war und nichts mehr gemacht hat. Deswegen gehen wir hier drauf und hier haben wir nämlich Steinzeug. Das ist die Sabrina Spielt, hat sie ja selber drunter geschrieben, auch nochmal Steinzeug. Da wollen wir auch gleich mal ein Geschenk hinschicken. Hier, Steinzeug, und sie spielt Level 40, gelb natürlich, wie es sein muss. Da schmeißen wir jetzt erstmal ein Geschenk hin. So, einmal hier. Freuen uns, dass das geklappt hat, dass wir sie jetzt in der Liste haben. Und sie hat gesagt, ich bin der 200. Freund, aber ihr wisst bei mir, ich lasse immer 199 drauf, ich mache nie die 200 voll, denn solange 199 dastehen, kann ich immer noch Freundschaftsanfragen erhalten und jeden Sonntag sortiere ich ja dann immer Inaktive aus, die eben nicht mehr online sind, nicht mehr spielen oder die auch bei Community Days nichts machen und keine Geschenke öffnen, nichts schicken, keine Ahnung. Und so kriege ich oben immer neue Anfragen rein und wenn ich welche aussortiere, kann ich gleich wieder andere Leute annehmen. Das jetzt aber dazu. Auf eine gute Freundschaft natürlich. Wir gucken jetzt nochmal in die Go-Tool-App, was ich jedes Mal empfehle, wenn es um Pokémon Go geht. Das seht ihr nämlich heute Abend. In 11 Stunden beginnt das Friendfest. Und was ist das Friendfest? Das sehen wir hier nochmal. Die Hälfte an Staubkosten nur für Tauschvorgänge, also wenn ihr jetzt einen Spezialtausch macht oder so, ist das gar nicht mehr so teuer, statt 80.000 40.000, statt 40.000 20.000 und so weiter. Dann könnt ihr 2 Spezialtrades am Tag machen, was auch richtig genial ist. Und natürlich einen Attack-Boost, wenn man zusammen mit Freunden raidet, was jetzt auch bei dem neuen 5er-Boss richtig genial ist. Und um den geht es natürlich jetzt, denn ihr drückt hier schön auf Raids 5er. Und habt auch alle wichtigen Daten zum Terrakium, oder wie ich immer sage, Terrarium. Der hat nämlich 2113 WP ohne Wetterboost, wenn es ein 100er ist, und 2641. Hier könnt ihr auf Counters drücken und dann könnt ihr schön die Einstellungen übernehmen und in eure Suchleiste kopieren, dass ihr die besten Pokémon dafür habt. Ihr seht, hier ist angegeben, 2 Leute würden es sogar schaffen, wenn sie die besten Konter dafür haben. Also mit 3 müsste das jetzt eigentlich richtig gut gehen. Wir gucken jetzt aber nicht auf die Konda. Wir merken uns nur mal die 100er Zahl. 2113. Außer es ist ein wettergeboostetes. Da gucken wir dann nochmal drauf. Gehen jetzt natürlich ins Spiel. Es ist gerade windig, da müssten Drachen geboostet sein. Aber kein Terrakium. Wir werfen den Pass ein. Legen euch mal hier unten hin. Und hier seht ihr auch, hier sind auch die 2 anderen Accounts. Hier werfen wir auch mal den Pass ein. So, hier werfen wir mal den Pass ein. Ist schon alles voll geregnet.
Da habt ihr jetzt alle dabei. Ei war scharf, Ei war mild, Ei war soft. Müssten jetzt alle drei drin sein. Hier kämpft er mit Metagross, Mewtwo, Trassler. Also mit Gardevoir, hier mit Metagross, Psyana, Gardevoir und hier mit Mewtwo, 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 Gardevoir, Psyana, Metagross. Also überall eigentlich dieselben Pokémon. Wir stellen euch jetzt aber mal hier hin in den Regen. Guckt euch das an, wie das hier aussieht. Spiegelnass, eigentlich spiegelglatt, aber egal. Hier kann man richtig drin rumwühlen. Richtig genial, so muss das aussehen. Wir stellen euch auf jeden Fall jetzt hier hin, machen den Raid und melden uns dann zurück. Wenn wir am Fangen sind, gucken, wie lange hat das gedauert, ging das gut, ging das schlecht. Zur Not habe ich noch zwei andere Accounts dabei, falls wir es nicht schaffen, was eigentlich unmöglich ist. Aber falls wir es nicht schaffen, könnte ich dann mit 5 Accounts den nochmal machen. Regen, Regen. Da ist es auch schon down, noch 90 Sekunden übrig. 3 goldene Himbeeren, 1 Sonderbonbon. Es ist enttäuschend einfach nur. Früher hat man so viele Sonderbonbons bekommen, jetzt kriegt man immer nur noch 1 beim 5er Raid, damit ihr mehr 4er, 3er, sonst was macht. Ich möchte doch aber 5er machen und früher habe ich dann so viel gehabt, da wusste ich gar nicht wohin damit. 20, 57, was haben wir gesagt? 21 noch was.
Wir gucken mal kurz auf die anderen. 2071, 2098. Also, alle nicht so gut, alle unter 21. Wir fangen das jetzt aber auf jeden Fall und melden uns dann noch mal kurz zurück. Also der Regen macht einen wieder einen Strich durch die Rechnung. Wir haben jetzt das Display mal abgeputzt, denn eben als ich es abputzen wollte, ist einfach der ganze Bildschirm zugegangen. Trotz Regen und schmierigen Bildschirm können wir trotzdem einfach fabelhaft treffen, ohne Probleme. Der Kreis ist auch eigentlich groß genug. Ihr müsst ihn nicht so extrem klein machen, für einfach fabelhaft. Reicht es, wenn er so groß ist wie sein Kopf. So, nochmal werfen, gemütlich aus dem Handgelenk, das war zu wenig. Wir müssen nochmal abwischen. Ja, das habe ich mir gedacht. Beim Abwischen passieren seltsame Dinge. Jetzt warten wir wieder, bis es angreift. Das ist auch das Gute, das geht wenigstens nicht nach links und nicht nach rechts. Das hasse ich ja immer bei den fliegenden Sachen, gerade wie bei Cresselia oder so. Das ist so nervig, wenn das immer nach links und rechts geht und rumschwebt. Das steht einfach nur da, genau wie Groudon. Und ist auch drin, ne? Hat gar nicht so lange gedauert, ist auch nicht so zäh wie Cobalium. Da der Pokédex-Eintrag auf jeden Fall. Das Terrarium, Terrarium gefangen. Wir gucken auch mal nach den Werten. 11, 11, 14. Haben wir dabei, Katapult, Steinhagel, das nehmen wir mit, wunderbar. Jetzt fange ich noch bei den zwei anderen, dann melde ich mich aber trotzdem nochmal zurück. So, auf den anderen beiden habe ich es jetzt auch noch gefangen. Wie gesagt, 21.13 ist das 100er. 20.98 hatte jetzt das Beste auf dem kleinen Account. Ist okay, aber ernst wird es erst ab 21. Merkt euch einfach 21, dann ist alles super. Und ich muss sagen, es war wirklich einfach, das zu legen. Noch fast 100 Sekunden Restzeit mit drei Accounts. Und die meisten Pokémon, die ich hatte, waren nicht mal gepusht. Das waren einfach Mewtwos aus einem Mewtwo-Raid, Level 20, die man so mitgenommen hat. Sprich, wenn ihr jetzt wirklich eine Mewtwo-Armee am Start habt oder Metagross, was ihr hochgezogen habt, ein paar Level 40er von den Pokémon, dann werdet ihr das sicherlich auch zu zweit schaffen. Vor allem gerade heute Abend, wenn dann der Angriffsbonus von den Freunden da ist, wenn die Freunde nochmal geboostet sind, dann haut das ja nochmal mehr rein. Also wird das meiner Meinung nach wie bei Heatran damals sein, dass ihr einfach mit zwei Accounts rumgehen könnt, wenn ihr zwei gute habt. Und können da einfach die Raids mit zwei Handys machen. Seid nicht auf andere angewiesen. Wenn die mal jetzt keine Zeit haben, ihr gerne raiden wollt, dann könnt ihr einfach raus und raiden. In der Gruppe ist es natürlich immer noch am schönsten. Macht auch Spaß, aber wenn viele Leute inaktiv sind oder keine Zeit haben oder bei dem Wetter nicht raus wollen und nicht gerne kurze Hosen tragen, dann müsst ihr auch mal alleine los und da um die Häuser ziehen. Finde ich auf jeden Fall cool. Hat alles nur Vorteile, ich verstehe es nicht, warum Viecher, die nutzlos sind, wie Cresselia und sowas, wie Cobalium, da braucht ihr mehrere Accounts, da müsst ihr richtig drauf knüppeln, die lassen sich richtig kacke fangen und so Sachen wie Heatran, was cool ist, was hohe WP bekommt, wie Rayquaza, was cool ist, was sehr stark wird, hohe WP bekommt, die könnt ihr dann mit zwei Accounts immer so machen, mit zwei Handys und jetzt auch eben das Terrarium. Ist die nützliche Pokémon, die lassen sich gut fangen, also Niantic, Dankeschön, das wird ein entspannender Monat auf jeden Fall. Außer das Wetter, das sieht nicht so entspannend aus. Wir gehen jetzt heim, schneiden das Video, laden das hoch. Heute Abend gibt es vielleicht noch so eine Ramses Kitchen Folge. Ich bin schon wieder total außer Puste, wenn man so ein kleiner Moppel ist. Dann kann man nicht so viel rumlaufen und dabei reden. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.